Und jetzt sind wir erstmal das erste Jahr da. Es kann nur heißen, wir müssen in der Liga bleiben und ich glaube, dass wir es schaffen werden. Ja, Sie ahnen es, es geht um Fortuna Düsseldorf und trotzdem sind Sie richtig bei uns. Herzlich willkommen zu Ihrer SHK-TV-Reportage. SHK-Betriebsinhaber Michael Buschanski hat es gerade gesagt, er glaubt an den Klassenerhalt und der Verein tut natürlich auch alles dafür. Jetzt hat sich Fortuna Düsseldorf quasi einen 12. Mann geholt und zwar die Firma Wolf. Die hatte eine Idee und hat damit ganz offenbar einen Treffer gelandet. Heute hier bei dem Besitzer eines Mehrfamilienhauses. Bei ihm steht eine neue Heizung an. Er hat sich für eine Wolf-Therme entschieden, allerdings nicht irgendeine. Ohne Fortuna geht gar nichts. Man steht, egal in guten oder schlechten Zeiten, man steht hinter unseren Fortuna. Das ist einfach eine Heimat mit Herz. Fortuna Düsseldorf ist Heimat mit Herz? Was soll das heißen? Will der Hauseigentümer künftig in seinem Heizungskeller Fußball gucken? Möglicherweise, aber darum geht es hier heute nicht. Es geht tatsächlich nur um seine besondere Wolf-Therme. Ja, das ist nochmal so das i-Tüpfelchen so. Ne? Ich glaube, jeder Mann, der so eine Heizungsanlage bei uns in Auftrag gibt, wo die Frau vielleicht das Badezimmer einrichtet, da ist der Mann, der im Heizungskeller sagt, so, das ist meine Fan-Therme. Ich glaube, der ist ja ganz glücklich drüber, wenn er das Logo dann sieht. So glaube ich schon, dass es so eine kleine Genugtuung für den Mann dann auch ist, ne? Innerhalb so einer Beziehung, einer Ehe. So, ne? Wir lösen auf. Das ist die Genugtuung. Hauseigentümer Jacek Bajong hat sich eine Wolf-Therme mit Fortuna-Wappen gewünscht. Dass es die überhaupt gibt, hat er auch seinem Heizungsbauer zu verdanken. Zunächst hatte Wolf die Fanheizung nämlich nur von Vereinen wie Schalke 04 oder dem HSV im Angebot. Das war ein langer Weg, den wir da zurückgelegt haben. Wir haben es damals auf die Therme bei der Messe gesehen. Und da habe ich zu meinem Außenhändler, zum Frank Mertens, gesagt, das müsste da auch mit Fortuna Düsseldorf möglich sein. Das war am Anfang noch ein bisschen schwierig gewesen. Und dann, wo wir dann aufgestiegen sind, dann habe ich da angerufen und habe gesagt, so, wir sind aufgestiegen, jetzt sind wir doch ein interessanter Partner. Und dann gehörten wir auf einmal dazu. Ne? Und das war natürlich eine ganz große Genugtuung für mich. Darauf bin ich natürlich sehr stolz, dass das eine Basis ist, die von unten gekommen ist und nicht von oben von Fortuna Düsseldorf runtergebrochen worden ist, sondern eine Basis von den Fachhandwerkern hier aus Düsseldorf, die sich gemeinschaftlich zusammengeschlossen haben und eben halt so ein bisschen Druck auch auf Wolf ausgeübt haben. So ist dann jetzt die Wolf-Therme mit dem Fortuna-Logo zustande gekommen. Und darauf bin ich natürlich sehr, sehr stolz, ich als Düsseldorfer hier diese Wolf-Therme mit dem Fortuna-Logo in Düsseldorf vertreiben zu dürfen. Und auch der Verein freut sich über diesen besonderen Fanartikel. Hat umgekehrt in der Vergangenheit aber auch schon bewiesen, dass er sich gerne fürs Handwerk einsetzt. Wir haben vor 2 Jahren den Handwerkspartner gegründet und dort sehr viele SHK-Unternehmer bewegen können, Fortuna zu unterstützen. Und jetzt sind wir den nächsten Schritt gegangen und haben die ersten Hersteller bewegen können, sich bei Fortuna zu engagieren. Und darüber hinaus hat Wolf dann direkt signalisiert, dass sie das in einem großen Schritt oder in einem größeren Schritt machen als andere. Und deshalb haben wir heute diese Kooperation. Und zu dieser gehört übrigens auch ein Fanpaket der Fortuna im Wert von 150 Euro. Kostenlos für jeden Fan, der sich eine Fanheizung ins Haus holt. Wie Jacek Bajong. Wir gucken im Keller. Trotzdem tut das gut. Trotzdem tut das gut, wenn man mal reinkommt und schickt mal eine Firma für die Wartung, für jeglichen Serviceunterlagen und so weiter. Und dann trotzdem, die kommen und dann denken, die wissen ganz genau, wo die stehen. Die wissen ganz genau, wo die sind. Die sind in Düsseldorf. So ist es. Wenn auch Ihren Keller eine Fortuna-Therme schmücken soll, unter der eingeblendeten Adresse finden Sie alle Informationen. Aber Fortuna-Fans bitte nicht erschrecken, denn die Wolf-Fanheizung gibt es auch noch von anderen Vereinen. Allerdings bin ich mir sicher, dass der ein oder andere davon der Fortuna bis zum Ende der Saison die Daumen drücken wird. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Für heute sage ich Tschüss und Ihnen eine erfolgreiche Zeit. Ganz, wir kommen von unten, Fortuna kommt von ganz unten aus der 4. Liga. Man braucht natürlich auch finanzielle Mittel, um sich da zu etablieren in der 1. Bundesliga. Und Wolf tut einen kleinen Teil dazu dabei, dass wir das schaffen.